Hallihallo, willkommen bei Lead and Gold. Ich werde euch jetzt mal zeigen, wie es so ist, was der Shooter so zu bieten hat und ob es sich auch wirklich auszahlt, diesen Shooter zu kaufen. Nur zur Info, ich bin David Rotten, wie ihr alle wisst. Und ja, wir werden jetzt gleich mal Training ausprobieren, um wie das Spiel so wirkt. Grafik habe ich jetzt auf nicht so hoch eingestellt, also auf 1024x768. Multiplayer werden wir dann wahrscheinlich einstellen auf 800x600. Wegen der Rekordaufnahme geht das leider nicht, da mein PC dann absolut hängt. Und ja, jetzt werden wir gleich mal sehen, was man hier alles machen muss, um wirklich an Geld ranzukommen, ja, bei dem Spiel. Ich hoffe, der Multiplayer-Shooter ist auch wirklich gut. Also die Steuerung absolut Hammer. Ja, der Revolverheld macht es möglich sozusagen. So, wir nehmen jetzt mal den Bierfass. Nee, den könnten wir auch selbst mal aussaufen. So, bei A. Also wir müssen den auf jeden Fall bei A legen. Und jetzt werden wir gleich mal sehen, was man hier machen muss. Wahrscheinlich auf das Fass schießen. Ja, sehr gut. Wir gehen jetzt mal da rein. Was müssen wir hier machen? Bin gerade nicht so motiviert. So. Aha. Ja, sieht irgendwie langweilig aus. Wo sind die Gegner? Ja. Jetzt läuft er mit dem Geldsack herum. So. Cool. Und jetzt? Ja. Jetzt müssen wir wieder irgendwas abholen. Ja, ich bin nicht so gut in dem Spiel. Beim Multiplayer werde ich auf jeden Fall versagen. Also wir müssen immer zweimal auf ihn schießen, da er dann lebt. Und MSN ist bei mir jetzt auch offen. Schreibt mich da gerade an. Moment. So, wir schauen jetzt hier mal weiter. Ein Geldsack wieder zurück. Okay. Ach, das ist doch langweilig. Irgendwelche Geldsäcke transportieren. Jetzt schon wieder ein Geldsack. Oder? Okay, was muss man hier? Oh, ein Gegner. Blut muss fließen, auf jeden Fall. Und wenn man wirklich gut auf ihn einschießt, dann lebt er auch nicht mehr. Ne? So wie jetzt. Also, da könnt ihr sicher gehen, dass er nicht mehr lebt. Also ich kreise hier durch den Haus schon seit, ja, seit wie viel? Seit 3 Minuten und 30 Sekunden. Ja. Da müssen wir wieder einen Geldsack holen. Okay. Da ist die Schlussphase. Ich glaube, jetzt werde ich mal zum Multiplayer rüber wechseln. So, mal schauen. Irgendwer schießt auf mich. Autsch. Und was sind das für Spieler jetzt? Oh, Bruder Jakob. So viel dazu. Okay, ich glaube, das war's jetzt mit dem Tutorial. Wechseln wir zum Multiplayer. Jetzt bin ich gespannt, wie das Spiel so ist, wie viele Servers online sind. Und einer nervt mich gerade bei MSN. So, Spiele. Ja, jetzt kommt's. Meine Servers. Kommt's. Also, da hat jetzt wohl jeder blöd geschaut. Irgendwie gibt's keine Servers. Ist aber echt komisch irgendwie. Echt komisch. Also ich weiß nicht, wieso. Keine Ahnung, wieso da keine Servers sind. Vielleicht sind die Servers
keine Ahnung, vielleicht findet man die bei Xfire. Ein Server ist online jetzt. Hat jetzt einer aufgemacht. Aber trotzdem komme ich nicht rein. Ja, tun wir mal einen eigenen Server erstellen. Und schauen wir mal, ob es auch wirklich Spieler online gibt in diesem Game. Also ich bin mir nicht sicher, ob es da wirklich auch Spieler sind, die jetzt in meinem Server reinkommen. Lobby können wir vergessen. Wir gehen gleich rein und wollen Leute abknallen. Auf jeden Fall werde ich nicht so viele Leute abknallen. So, wir sind jetzt im Spiel. 3 Minuten sind vergangen. Und ja, also viele sind es nicht, aber immerhin ein paar Spieler. Ja. So, jetzt werde ich hier ablosen wie die Sau. Ja. Also viele sind es nicht, aber immerhin ganz schön. Ganz schön relativ. Also für mich viele. Und ja, wir werden jetzt gleich mal sehen, was man hier alles machen muss. Also auf jeden Fall ist das der Spielmodi Schießerei. Ich glaube, das ist Team Deathmatch. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich spiele das Spiel nicht so lange. Also spiele das Spiel seit 3 Stunden. Ja, ich habe es mir gekauft und ich habe mal gedacht, ey, Latin Gold, es muss doch irgendwas Cooles sein, was man online spielen kann. Nee, ist es leider nicht. Also der Gameplay und alles ist wunderbar, aber irgendwie hängt das mit dem Servers. Vielleicht muss man da irgendwas machen bei Xfire. Also keine Ahnung. Also ich werde mir das genauer anschauen. Mit der Granate. Und was muss ich... Hä? Okay, das ist jetzt peinlich. Aber ich habe es nicht gewusst. Okay. Also gleich abwerfen. Klar. Day of Defeat Source Modus. Okay. Ja, jetzt nehme ich mal den Dr. Cowboy. Ich glaube, das ist der Doktor. Bin mir nicht sicher. Okay. Mal sehen, was der so drauf hat. Ja. Oh ja. Ja, eine MG hat man da auch. Ich weiß nicht wozu. Und ja. Boah, habe ich einen Mordshunger. So. Ich hoffe, da sind noch ein paar Gegner. Was ist hier los? Keine Gegner. Ja, wie viele Schüsse man da braucht. Puh. Aber ich glaube, der liegt schon auf dem Boden. Na, jetzt liegt er auf dem Boden. So, jetzt schnell. Oh, nicht nachladen. Ja, wunderschön. Sehr gut. Aber irgendwie gibt es da keine Servers. Also ich kapiere das echt nicht. Wenn einer weiß, wieso, auf jeden Fall anschreiben, PM. Keine Ahnung, wieso es da keine Servers gibt. Ich bin irgendwie sprachlos. Also auf jeden Fall sind jetzt ganz viele Spieler bei mir. Aber das Blöde dran, es laggt. Wie bei dem Spieler, bei dem einen. Nein. Oh, okay. So, gehen wir mal raus hier. Jetzt will ich nochmal testen, ob es da wirklich auch Servers gibt. Jetzt will ich mal sehen, ob es da wirklich Servers gibt. Ey, das kann doch nicht wahr sein. So, wir beschleunigen das. Mal. Das dauert wieder mal so lang bei mir. Sorry. So, damit das schnell geht, habe ich jetzt geschnitten. Ja, der Server existiert. Ja. Das ist mein Server, ja. Komisch. Das ist genau dasselbe Server, was ich gemacht habe. Das ist, glaube ich, eher nach Lobby. Also wenn ich rausgehe, geht das Spiel dann weiter. Und erst wenn alle raus sind, schließt sich halt der Server. Aber irgendwie, keine Ahnung. Ja, ich bin jetzt drin. Ja, okay, 30 Sekunden will ich jetzt nicht warten. Wir beschleunigen
das nochmal. So, schauen wir nach einer Minute später. So, eine Minute später. Wir schauen jetzt nochmal wegen die Servers. Und, ah. Irgendwer ruft mich an. Ja, nichts. Null Server. Also ich sag mal adieu und ich werde mal weiterschauen, wie es so funktioniert mit dem Servers. Adieu.